Hören Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Beispiel. Wie viel Schlaf gesund ist? Nun, allgemein kann ich das nicht beantworten. Ich kann aber für mich sagen, dass ich circa 7 Stunden Schlaf brauche. Ich habe es selbst bemerkt. Wenn ich weniger schlafe, bin ich den ganzen Tag müde und ich habe keine Energie. Ich kann gar nichts dagegen tun. Ich muss also mindestens 7 Stunden schlafen, sonst fühle ich mich am nächsten Morgen nicht fit. Ich bin dann unkonzentriert und den ganzen Tag über erschöpft. Es ist aber egal, wann ich zu Bett gehe. Wichtig ist nur, dass es immer 7 Stunden sind, die ich schlafe. Nummer 18. Also für mich ist es gesund, wenn ich immer vor Mitternacht schlafen gehe. Es ist schon ein alter Spruch, der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste. Für mich trifft das vollkommen zu. Nur wenn ich noch vor Mitternacht schlafen gehe, bin ich am nächsten Tag wach und ausgeschlafen. Also für mich ist der Schlaf vor Mitternacht der gesunde Schlaf. Aber ich bin sowieso ein Frühaufsteher. Das heißt, ich kann sowieso nur bis maximal 6:30 in der Früh schlafen. Wenn ich länger schlafen möchte, funktioniert das nicht. Auch nicht am Wochenende. Ich bin das so gewohnt. Nummer 19. Ich weiß nicht, wie viel Schlaf für andere gesund ist. Für mich ist es jedenfalls gesund, wenn ich 6 Stunden schlafe. Da muss es aber völlig dunkel im Zimmer sein und es muss vollkommen ruhig sein. Dann schlafe ich tief und fest. Ich bin ja sehr sportlich und brauche vielleicht deshalb nicht so viel Schlaf. Außerdem ernähre ich mich gesund und ich esse 3 Stunden vor dem Schlafengehen überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang zwischen Sport, Ernährung und Schlaf gibt. Aber seit ich mehr Sport mache und mich gesünder ernähre, brauche ich auch weniger Schlaf. Nummer 20. Also, ich schlafe gerne und viel. Viel Schlaf heißt aber nicht 10 oder 11 Stunden, sondern 8 Stunden. Ich bin ein wirklicher Nachtmensch. Ich bleibe gerne bis spät in der Nacht auf und genieße die Ruhe in der Nacht. Da arbeite ich meistens am Computer oder ich lese ein Buch. In der Nacht bin ich wirklich kreativ und aktiv. Tagsüber bin ich dafür eher müde. Ich habe zum Glück einen Job, der immer erst um 14 Uhr beginnt. Da kann ich am Vormittag ausschlafen. Ob das alles gesund ist, weiß ich nicht. Aber so ist mein Leben im Moment. Ende des Subtests hören.